Hallo Leute! Ja, das ist ein kleines Hinweis, Informations-, Abstimmungsvideo, wie auch immer. Wichtig, dass ihr euch das hier irgendwie anschaut und ein bisschen an dieser kleinen Umfrage, die am Ende noch kommen wird, teilnehmt. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich habe auf meinem Kanal, wenn ich euch das mal schnell zeigen darf, hier hat man hier irgendwie die Funktionen und Kontostatus. Und da habe ich bei Maßnahmen gegen Urheberrechtsverletzung habe ich eine Beschwerde bekommen auf mein South Park Video. Da war irgendwie die Hintergrundmusik irgendwie geschützt und keine Ahnung. Und deswegen habe ich jetzt das Problem, dass ich längere Videos nicht mehr hochladen kann. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen Let's Play-Projekte schon alle vorbereitet und kann jetzt da leider nicht mehr im Schema weiterverfahren, wie ich es gern hätte. Sprich, ich kann jetzt am Wochenende nicht mehr immer meine Guild Wars Videos hochladen. Also am Sonntag nicht mehr meine Guild Wars Videos hochladen, weil die meistens über 30 Minuten teilweise sogar lang sind. Und ich kann hier nur 15 Minuten immer machen. Weil, wenn das hier nicht passt, also längere Videos sind ab 15 Minuten. Und das kann ich nicht hochladen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen in der Zwickmühle, was mache ich? Weil ich die drei Projekte, die ich habe, können ja mal schon schauen, Video Manager. Ich habe ja drei Projekte immer so standardmäßig am Laufen. Das sind derzeit Fallout, Fable und Risen. Die tue ich immer abwechselnd hochladen. Zwischendurch kommt immer wieder ein Jackson Fidget Video. Und am Sonntag eben immer hier eigentlich mein Guild Wars Video. Und das geht jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich habe jetzt schon den Leuten geschrieben, hey und so weiter, tut mir leid, ich habe das Video gelöscht und ich werde es nicht mehr tun. Und oh Gott, nein, tut mir leid. Ich wusste es nicht, ich bin ein Idiot, ich will nur noch Let's Plays machen. Und bla bla bla. Und jetzt hoffe ich, dass das möglichst bald wieder freigeschalten wird, dass ich längere Videos hochladen kann. Aber in der Zwischenzeit möchte ich euch eigentlich nicht auf dem Trockenen sitzen lassen, sondern möchte euch anbieten, da habt ihr die Wahl, ihr könnt entscheiden, was für ein Let's Play ihr gern von mir sehen möchtet. Ich fange nämlich ein neues Let's Play an und kann mir dann die Teile quasi so rendern, dass sie nur 15 Minuten lang sind. Ja, und dann möchte ich euch mal hier die drei Vorschlagmöglichkeiten unterbreiten. Da haben wir erstmal ein lustiges Let's Play, Bully die Ehrenrunde. Jawohl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht. Ich werde jetzt einfach nur die drei Spiele nur so einfach mal so zeigen. Ich meine, wenn ihr Interesse an einem habt oder wenn etwas lustig aussieht, dann werdet ihr mal wahrscheinlich schnell gucken, was das so ist und so weiter. Also Bull die Ehrenrunde. Du spielst halt so einen kleinen Rabauken, bist auf der Schule, musst halt Quests erledigen und so weiter. Das wäre nicht ganz blind. Da habe ich schon mal zugesehen, wie das einer spielt. Da würde ich 100% auf jeden Fall machen. Das wäre Vorschlag Nummer 1. Vorschlag Nummer 1, Bully die Ehrenrunde. Vorschlag Nummer 2 wäre Dead Space. Das habe ich hier schon zu Hause rumliegen. Wollte ich selber mal spielen. Und da hätte ich sowieso mal Let's Playen wollen. Und das würde mir jetzt eigentlich ganz recht kommen. Dead Space wäre der zweite Vorschlag. Ich habe überhaupt keine Ahnung wirklich großartig, worum es da geht. Keine Ahnung. Ich kann dir jetzt nicht mehr was wirklich großartig zu dem Spiel erzählen. Es wäre auf jeden Fall blind. Also ich kenne mich da. Keine Ahnung. Dead Space kenne ich mich nicht aus, glaube ich, ist ein cooles Spiel, aber wie gesagt, ich kann euch dazu jetzt nichts sagen. Ich will auch nicht zu weit vorgreifen, weil ich möchte es ja auch blind spielen. Also Vorschlag Nummer 2, Dead Space. Und dann haben wir Vorschlag Nummer 3, Bioshock. Bioshock wäre eigentlich auch zu 99% blind. Ich habe mal ein Let's Play angefangen zu gucken, habe aber nur drei oder vier Parts davon gesehen. Und das Spiel hat mich eigentlich überzeugt. Dann habe ich aufgehört zu gucken. Und ja, das möchte ich eigentlich auch Let's Playen. Und ich würde sagen, es wäre auch ein Blind Let's Play. Das ist so eine Dieselpunk-Umgebung, sage ich jetzt mal, unter Wasser irgendwie. Kann ich mir vorstellen, dass es von der Story auch recht interessant wird, aber ich kann es auch nicht so wirklich sagen, weil ich das Spiel nicht kenne. Also, das wäre jetzt, es würde an euch liegen, dass ihr sagt, ja, welches Let's Play wollt ihr sehen? Schreibt es unten in die Kommentare rein oder sonst wie. Lasst mir irgendwie mitteilen, dass ihr das hier sehen wollt. Oder das oder das. Also, das sind eure Möglichkeiten. Bully, Dead Space und Bioshock. Genau, wie gesagt, ich werde das Ding ungefähr, diese Umfrage ungefähr laufen lassen. Jetzt ist es Sonntag, wenn ich es hochlade. Ja, ich werde es mal 2 Tage laufen lassen, werde dann, wenn es
dann entschieden ist, werde ich mir das Spiel zulegen, falls es Bioshock oder Bully ist, die muss ich mir erst zulegen. Und falls es Dead Space ist, kann ich direkt loslegen. Und dann wird es wahrscheinlich so ab Mittwoch, Donnerstag, vielleicht Ende nächster Woche bis Freitag wird dann das Let's Play losgehen. Und ihr würdet dann von diesem Let's Play jeden Tag ein Video bekommen, ein 15-Minuten-Video jeden Tag, weil ich ja die anderen Let's Plays nicht weiter hochladen kann. Wenn dann die normalen Let's Plays wieder weitergehen würden, weil ich wieder hochladen kann, dann würde ich quasi jeden vierten Tag immer wieder ein Let's Play Teil von demselben Ding hochladen. Also ja, blöde Erklärung. Ich würde halt Montag Risen, Dienstag Fallout, Mittwoch, was war das andere? Fable und dann eben Bioshock. Immer in dem Zyklus würde ich das dann hochladen. Also würde ich das dann nicht komplett durchziehen, sondern wenn ich wieder hochladen kann, tue ich halt das einfach nur mit einbinden. Genau. So, das wäre es eigentlich gewesen. Das möchte ich von euch. Ich bitte, dass ihr möglichst viel abstimmt, möglichst viel eure Meinung mitteilt, das würde mich sehr freuen. Und ja, das fände ich wirklich cool. Und ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich richtig viel Abos dazu bekommen. Ich bin jetzt schon bei 136. Ich meine, ich bin ein kleiner Let's Player. Das ist natürlich unglaublich wenig, aber ich finde es toll, weil ich vor kurzem noch bei irgendwie 110 Abos oder waren jetzt bei 136. Das ist ein richtiger Anstieg. Muss ich sagen, ich finde euch alle toll, Leute, und danke für eure Treue und danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Und damit ich euch weiterhin gut unterhalten kann, bitte stimmt einfach ab, dann kann ich euch weiterhin gut unterhalten, weil sonst kann ich nichts hochladen. Also, wenn wenig Leute abstimmen oder wenn nur einer abstimmt, dann werde ich das Let's Play halt machen. Ja, na gut, auf jeden Fall, das wär's, und ich hoffe, ihr akzeptiert mir diesen blöden Umstand und ich hoffe, die Leute, die aktiv an meinen derzeitigen Let's Plays interessiert sind, ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen, dass ich das jetzt nicht weiter hochladen kann. Ich würde es sehr gern machen, aber naja. Scheiße gelaufen. Ich meine, ich tue die Let's Plays eh schon alle alle fertig machen und dann erst hochladen, wenn sie fertig sind, damit es keine Unterbrechung gibt und dann passiert so eine Kacke. Na gut, das wäre es eigentlich gewesen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.